willkommen zum nächsten Part von Motorsport Manager. Mir hat meine Sekretärin gerade auf den Schreibtisch gelegt, dass ich mir mal angucken soll, was wir neu bauen können, beziehungsweise was wir hier erweitern können. Natürlich sind es ein Haufen, kosten 8 Millionen, 15 Millionen. Ja. Neue Gebäude können wir auch bauen, die kosten aber auch so viel. Ich habe zwischenzeitlich noch einen Sponsor angenommen. Ja. Themenpark, okay. Also hier können wir schon noch einiges bauen. Ich bin nur verbesserte Fitness und Konzentration. Frontflügel. Ein Windkanal. Ein Simulator. Die Aufhängung verbessern. Das werde ich mir mal im Hinterkopf behalten. Verbesserungsrate Konstanz. Ofentechnik. Ja, also sowas werden wir uns wohl bald anschaffen. Ich habe jetzt insgesamt, haben wir gerade 3 Millionen Öcken. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe genau die Bremsen, habe ich glaube ich noch mal geupdatet, entwickelt. Das machen wir nochmal. Kostet ja nicht viel. Aber wir könnten auch das nehmen. Ja, das machen wir so. 650.000, die investieren wir. So, wer kriegt jetzt diese? Diese Dinger. Achso, warte mal, Teil einbauen, da müssen wir hin. Ica steht besser da. Ja? Also ich muss es einfach realistisch sehen. Und wer besser dasteht, sollte auch das bessere Equipment kriegen. Ja, aber sind die jetzt wirklich besser? Zuverlässiger sind die. Die Leistung ist nicht so. Aber das... Ich frage mich ein bisschen, wieso das hier alles original ist. Ob ich das irgendwie verkaufen kann oder... Ich weiß auch nicht. So. Okay. Gut, wir gehen mal weiter zum... Was wollen die schon wieder? Ja, sollte er doch zurücktreten. Das interessiert mich doch nicht. Beschäftigt, beschäftigt. Okay, dann, wenn es da nichts Neues gibt. Wir müssen über irgendwas abstimmen, habe ich gelesen. Politisches. Ja. Das aktuelle München wird vom Kalender entfernt. Diese Regeländerung ist vorteilhaft. Ist vorteilhaft für Teams, die in München wahrscheinlich Probleme haben. Diese Regeländerung ist nachteilig für Teams, die in München wahrscheinlich gut sind. Oh, da bin ich jetzt aber ein bisschen befangen. Streckenänderung ansehen. Okay. Ich stimme. Gegen. Ich stimme dagegen. Ja? Das habe ich ja auch schon Ah, scheiße. Die sind doch alle befangen, Mann. Und jetzt? Ha! Meine Stimme hat gezählt.
Na? Abstimmung abgeschlossen, abgelehnt. Also wird es nicht abgelehnt. Die Abstimmung über den Ausschluss von München ist beendet. Diese Regel wurde abgelehnt. Also wird in der Saison 2017 nicht eingeführt. Das heißt, wir fahren in München. Ja, ist doch toll. Ein Rennen mehr im Kalender. So, wir nehmen wieder den günstigsten Sponsor. Das Wetter ist sehr gut vorhergesagt. Reifenauswahl. Wie immer alle fünf. Teile einbauen. Ist alles drin. Und dann starten wir mal das Training. In Portugal. Tondela GP. So, bin mal gespannt, wie das heute ausgeht. Oder riesen deutschen Fahne auf der Tribüne. Ob die für mein Team ist, ist allerdings fragwürdig, dass hier immer noch auf dem 10. Platz der Konstrukteurswertung sitzt. Ich genehmige mir mal ein Schlückchen. Ist ein bisschen weiter vorgekommen mit seinen Stern. Ein bisschen mehr Sturz geben. Training. Es war gut. Wir machen wieder ein Long Run. Der hier könnte fast zufrieden sein. Der kriegt ein bisschen mehr Highspeed. Auch ein bisschen mehr, weniger Sturz kriegt er. Reifen kriegt er auch die harten. Gut, und dann starten wir das Training. Los. Es stimmt. Ein Renn drin. Hallo. In 12 Runden. Ja, Vidal braucht ein bisschen mehr. Bei dem machen wir mal 8 Runden. Ja, machen wir 4. Er braucht ein bisschen mehr Feingefühl in seiner Einstellungswahl. So langsam passen wir zusammen, Leute. Das freut mich so richtig. Er braucht aber hier ein bisschen weniger Sprit. Sonst kriegt er nämlich die 5 Runden nicht hin. Vidal fängt gleich mal mit einer Bestzeit an. Wird natürlich überboten, ist ja klar. Aber es ist für ihn selber ist es doch wichtig zu merken, hey, da geht was. Okay, ein bisschen kürzere Übersetzung bei Woodford. Ja, und bei Vidal auch ein bisschen kürzer übersetzen, das Getriebe, das heißt nach links verschieben. Es sind wichtige Informationen, die Fahrer mir rückmelden und die müssen dann eben eingebaut werden.
Natürlich die Frage, was ein bisschen ist von der Übersetzung. Okay, Vidal ist auf der Inlap. Woodford fährt noch ein bisschen. Wissen freigeschaltet in Stufe 3 hart. Okay, Vidal ist da. Dann können wir den also Getriebe ein bisschen kürzer. Ein bisschen mehr. Stint 4, machen wir mal 8 Runden jetzt. Da lassen wir den aktuell noch drauf, oder? Machen wir mal so einen drauf. Woodford holen wir mal rein. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, was Vidal sagt über den neuen Mix. Ob der damit zufrieden ist. So. Und was möchte er haben? Auch mehr Abtrieb. Und mehr Reifenwahl machen wir auch bei ihm die hier. Stint, Renntrim, 8 Runden. So. Dann schauen wir doch mal, was unsere Leutchen so von sich geben. Aerodynamik viel besser jetzt. Okay. Wir müssen nämlich endlich mal in die Punkte. Ich will in die Punkte. Viel besser, super. Na, geht doch. Ja, da wurde was gedreht. Du hast eine kürzere Übersetzung gekriegt, Vidal. Als unten raus geht jetzt ein bisschen mehr. Auch er ist zufrieden, das freut mich. So muss es sein, so muss es sein. So, und jetzt machen wir hier mal auf Attacke. Vielleicht noch mal zeigen, was in den Autos wirklich steckt. Gute Arbeit, danke. Okay, mehr Flügel will er haben. Das werden wir vor dem Rennen noch ändern. Danke für die Rückmeldung. Okay, er will auch mehr Flügel haben. Kriegen beide mehr Flügel, auf jeden Fall. Ja, aber sie können beide in die Top 10 fahren. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Getriebe passt perfekt. Im Moment sind beide in der Top 10.
Vidal beendet auf 7 und Woodford auf 10. Einer ist noch da, der ist aber schon vorne. Das heißt, keine Veränderung mehr. Da bin ich. Ziemlich überrascht und zufrieden. Was ist denn da los? Das gilt vielleicht immer nur für die aktuelle Strecke. Okay, also er möchte mehr Flügel haben. Ja, die Geschwindigkeitsbalance soll eigentlich bleiben. Optimale Balance 84. Die haben wir im Moment, glaube ich, auch. Wenn wir hier was verdrehen. Nee. Ja, aber ich glaube, das passt. So, Reifenwahl fürs Qualifying ist natürlich der weiche Satz. Er möchte auch mehr Abtrieb. So. Vielleicht will er da noch ein bisschen weniger. Gut, dann starten wir ins Qualifying. Wir lassen heute die anderen mal ein bisschen vorfahren. Und gehen so bei Minute 7, 8. Gehen wir auf einen schnellen Run. Jetzt macht man langsam, ne? Wir machen jetzt mal ein bisschen Taktik. Wir warten jetzt, bis alle draußen sind. Die Strecke wird nämlich minütlich besser. Du kriegst die beste Einstellung, auf jeden Fall, meine Junge. Wir warten aber noch einen kleinen Tick warten. Ne? Ja, wartet ab. Bodenhaftung wird immer besser. So, jetzt darfst du rausfahren. Mal passt auch. So, dann gucken wir mal. Und gleich kommt nämlich das Zeitfenster, wo die Sonne richtig da ist. Dann steigt der Krupp noch mal ordentlich an. Seht ihr, wie der Grip nach oben geht, weil die Sonne drauf herauskommt. Warum kommt er so rein? Verstehe ich nicht, warum kommen die so rein?
Ich hoffe mal, dass sie noch eine gezeitete Runde hinkriegen. Unter die 16. Oh Mann. Wir haben es wieder völlig vergeigt. Also ich habe es vergeigt als Teamchef. Ich hätte sie wirklich früher rausfahren sollen. Rausfahren lassen sollen. Okay. Das Rennen ist zum Glück nicht so lange. Das heißt, wir könnten mal wieder probieren, eine Einstop-Strategie zu fahren. Der möchte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Speed und noch ein bisschen mehr Abtrieb. Und er kriegt die harten Gummis. Und er hier auch. Der ist eigentlich zufrieden. Kriegt auch harte Pneus. So, zwei Runden Volldampf. Gucken mal. Zwei Runden Volldampf haben wir gesagt. Ja. Und dann den Rest des Rennens normal zurücklegen. Und dieses Mal werden wir wirklich eine Einstopp-Strategie fahren. Ja, wir werden schön langsam machen jetzt. Wir müssen uns einen Boxenstopp sparen. Ja, deshalb müsst ihr einfach ein bisschen vorsichtiger mit den Reifen sein.
Der Blanc auf Platz 16 ist schon mit seinen Hardtop-Reifen fast am Ende. Guck mal, was hier oben das Datenzentrum heißt. Okay, das ist der aktuelle. Okay, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir sind jetzt schon wieder weit weg von den anderen. Das ist nicht so gut. Du kriegst jetzt neue Reifen, und zwar die weichen. Die hier kriegst du. Es ist nur Reifen wechseln, das könnte man auch schnell machen. Sparen wir 4 Sekunden. Den holen wir auch in die Box. Der kriegt auch einmal den Satz. Den machen wir auch schnell. Und mit dem Satz sollen sie voll durchbrettern. Einen Haufen Zeit rausholen. Es wird natürlich wieder keine Endstopp-Strategie. Wir sollen den Satz runterbrennen und dann im letzten Satz nach Hause kommen. Das Wetter wird ein bisschen schlechter. Halbzeit im Rennen. Vidal fährt die schnellste Runde. Einer ist in den Top 16. Wahrscheinlich durch einen Boxenstopp. Ja, meine Strategie ist, sie sollen jetzt Boden gut machen und am Ende eben im letzten Satz, also nach 2 Boxenstopps, komplett voll durchfahren. Wird alles vorbei. Er hat nicht den besten Reifensatz.
du durchhalten, du Quatsch. Vorhersage ist gut, es bleibt warm. So, und der kriegt jetzt 12 Runden noch. Diesen Satz anreifen. Und die Galle darf noch eine Runde länger fahren. Die 17 hat wohl bald einen technischen Schaden. Nach 11 Runden. Wir könnten ihm die geben. Dann müsste er aber mal drauf sein. Und jetzt noch mal pushen. Nee, die 15 ist bald Geschichte. So, wir sind durch mit unseren Boxenstops. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir noch nach vorne kommen. Chapman ist 19. Was ist denn da kaputt? So, ja natürlich, die Medienreifen sind schneller als die hatten. North wird noch mal an die Box gehen, hoffentlich. Moreno muss auch noch mal. Marquez. Egal. Kommt halt darauf an, wie viel Zeit wir brauchen. Chapman ist schon wieder vorbei. Ich frage mich, was da los war. Ja, Moreno ist drin. North muss, Blau muss vielleicht auch nochmal. Ich bin mal gespannt. Ah, ich will dich nicht nochmal in die Box holen. Kann ich nicht reinhören. Tut mir leid. Dadurch verlierst du die letzte und das bringt uns nichts. Sind der nächste. Auch der Frontflügel. Das heißt, wir müssen Frontflügel verbessern.
Vidal hat Probleme mit Frontflügel. Das ist natürlich schlecht. Es gibt mehr ab, weniger Abtrieb. Diesmal war es wieder, glaube ich, ein Schuss in den Ofen. Der Woodford könnte noch auf 18 kommen. Die letzte Runde. Beide keinen Sprit mehr. Verdammte Axt. Das ist mal wieder nichts gewesen. Es ist schwierig, muss echt sagen. Von Reifenstrategie her war es, denke ich, richtig. Aber das Auto kommt einfach nicht an die Leistung der anderen ran. Oder wir müssen mit den Reifen mal überlegen, ob wir nicht lieber, guck mal, der hier. Ein Stop, ja? Hier, ein Stop. Der ist mit einer Ein-Stop-Strategie auf Platz 8. Ja? Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal, oder wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall unsere Frontflügel mal updaten. Ja. Können Sie vergessen dieses Wochenende wieder, ja? Haus in die Tonne und die Tonne stellst du am besten ganz weit weg. So, das war's aber jetzt auch schon von der vierten Folge. Motorsport Manager. Greif ein und gewinne, übernimm die Kontrolle. Ja, gewinnen haben wir noch nicht gelernt. Das kommt noch. Ja. Änderung minus 200%. Was ist da los? Okay. Naja. Wir bekommen auf jeden Fall mal wieder Kohle. Wir werden jetzt noch schnell den Frontflügel entwickeln, was gar nicht geht, weil wir noch einen Tag brauchen. Und deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Motorsport Manager. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Kommentar oder sonst irgendwas. Ein Abo auch gerne. Bis zum nächsten Mal in Russland. Ciao.